Hallo liebe Karriere-Digital-Freunde. Heute möchte ich euch kurz vorstellen, wie man Ghostcars programmiert und auch zeigen, wie viele Ghostcars auf einer Strecke gefahren werden können. Es wird ja immer behauptet, dass auf einer Karriere-Digital 1 zu 24 Bahn nur 4 Fahrzeuge fahren können. Wir wollen mal schauen, ob das wirklich der Fall ist. Was ist also ein Ghostcar? Ein Ghostcar ist nichts anderes als ein programmierter Wagen, der von alleine fährt, ohne eine dieser 4 Fernbedienungen bedienen zu müssen. Zum Beispiel dieser Ford ist als Ghostcar programmiert. Die Anlage ist an, die Bahn ist an. Wenn ich den jetzt einfach hier drauf setze, fängt er direkt an zu laufen und fährt von alleine los. Während ich keinen dieser 4 Fernbedienungen bediene. So, wie programmiere ich denn jetzt ein Auto, was von alleine fährt und Ghostcar genannt wird? Dazu setze ich einfach ein Auto auf die Bahn. So. Das Auto habe ich jetzt programmiert. Wenn ich das jetzt draufsetze, sehe ich, dass das Auto anfängt, obwohl ich nicht mehr den Controller drücke. Man wiederholt das Ganze noch einmal mit einem weiteren Auto. Ich setze zum Beispiel den roten Ferrari hier drauf. Nehme mir dafür die rote Fernsteuerung, weil ich die an den roten verknüpft habe. Ihr seht, wenn ich jetzt hier drauf drücke, fährt der Wagen los. Um den jetzt umzuprogrammieren, drücke ich zweimal schnell die vordere Weichentaste, hebe den Wagen hoch, setze ihn zurück, er blinkt 1, 2, 3, 4, bestimme das Geschwindigkeit, lasse los, bestimme nochmal Geschwindigkeit und drücke beides und der Wagen fährt los. Dasselbe noch einmal in grün mit dem nächsten Wagen. Der ist ebenfalls an Rot verbunden, wie ihr seht. Also, vordere Weichentaste zweimal. 1, 2, Auto hochheben, zurücksetzen, blinkt 1, 2, 3, 4, Gas geben, loslassen, Gas geben und beides gleichzeitig drücken und der Wagen fährt. So, nachdem wir gesehen haben, wie ein Ghostcar programmiert wird, versuche ich jetzt, das ist auch ein Test, den ich selbst noch nicht gemacht habe, einmal zu beweisen, dass eine Carrera Digital 1 zu 24 Bahn mit weit mehr als 4 Autos befahren werden kann. Dazu habe ich 7 Ghostcars programmiert und werde anschließend mit dem 8. Wagen selbst noch zusätzlich in die Bahn mit einsteigen. Wie ihr unschwer festgestellt habt, fahren inzwischen 7 Autos und diese 7 Autos fahren alle selbstständig. Ich werde jetzt mit dem 8. Auto selbst dazukommen, könnte natürlich, da ich 4 Controller habe, noch weitere 4 Leute ohne Probleme hinzunehmen und hätte damit relativ viel Verkehr auf der Autobahn und müsste gucken, wie Autos im Endeffekt geschickt überholt werden könnten. Hier auch zum Beispiel an dem Rot. An der Blau-Rot-Kombination seht, sind die Ghostcars nicht alle mit der 100% gleichen Geschwindigkeit unterwegs und fahren im Endeffekt so auf andere Fahrzeuge auf. Solche Staus lösen sich aber meistens selbst, weil jedes Ghostcar eine andere eigene Schaltung an Weichenteilen hat. Sprich, auch hier ist über die Dauer gewährleistet, dass Ghostcars ihre eigenen Rennen fahren. So, ich nehme jetzt den schwarz-roten Audi und steige noch mit ins Rennen ein.
zwei Male. Eine Abschlussbemerkung. Ghostcars sind keine intelligenten Fahrer. Ghostcars sind Autos, die mit einer und immer gleichbleibenden Geschwindigkeit durch die Strecke fahren und vollkommen zufällig an Weichen Spurwechsel schalten. Hier sind, das kann ich euch mit Brief und Siegel geben, Unfälle vorprogrammiert. Und dann kommt noch hinzu, wenn der Unfall da ist, fahren die anderen Ghostcars auch noch in die Unfallverursacher mit rein. Sprich, so viel Spaß, wie Ghostcars zusätzlich mit auf der Strecke sind, so kompliziert wird der Rennverlauf dementsprechend auch, wenn nicht genügend Leute da sind, die im Endeffekt die Ghostcars relativ schnell wieder auf die Strecke oder runter von der Strecke bekommen. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass gegen Ghostcars zu fahren, die Sache eigentlich relativ einfach ist, weil eine Ghostcars eben an die Geschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit der engsten Kurve programmiert ist. Sprich, auf einer Gerade kann man jedes Ghostcart beliebig schnell überholen. Dennoch gibt es auch hier wieder zu bedenken, dass sich das Überholmanöver im Endeffekt abgeschlossen haben sollte vor Beginn einer Weiche. Denn in der Weiche weiß ich nicht, was das Ghostcart machen wird. Und wenn ich auf der anderen Spur bin, kann es sein, dass das Ghostcar einfach in mich reinfährt. Dasselbe ist, ich kann es mir nicht erlauben, stehen zu bleiben, weil das Ghostcar nicht mitdenkt und im Endeffekt nicht entscheidet, okay, vor mir steht ein Auto, also halte ich auch an, sondern das Ding wird in mich reinfahren. Sprich, wer seine Autos schonen will, vermeidet das. Wer mal Spaß haben will und richtig interessante Rennen fahren möchte, wo im Endeffekt man auch im Verkehr aufgehalten wird, der kann bis zu, ich weiß nicht wie viele, Ghostcars auf die Bahn programmieren. Es gehen definitiv mehr als vier Wagen auf eine Carrera Digital 1:24 Bahn, wie gerade gesehen. Hier hatte ich 8 Stück am Laufen und ich bin mir relativ sicher, dass sogar mit dem normalen Netzteil, was die 3 Ampere hat, auf 18 Volt, ich auch ohne Probleme 12 oder 16 Wagen laufen lassen könnte, wovon natürlich nur 4 als erstes Mal über die Fernbedienung bedient werden können. Wenn ich mal Zeit oder Lust habe, werde ich das dementsprechend ausprobieren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Samstagnachmittag und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss!